Und die kriegen halt urgleich Sonnenbrand. Aber die normalen Vampire gehen halt sofort instant in Flammen auf. Also da gibt es keine Diskussion. Die verbrennen wirklich sofort. Was gibt es denn noch für Unterarten? Also die Skyrim-Vampire sind ja so ein Zwischending. Also die fühlen sich halt schwach und hast ein paar negative Statuseffekte, je mehr Durst du hast. Also wenn du vollkommen gesättigt bist, dann nimmst du gar keinen Schaden in der Sonne. Wo gibt es denn noch Vampire? Ist ja die ganz klassischen aus der älteren Literatur. Ich glaube, die gehen auch sofort instant in Flammen auf. So, wo ist denn sie jetzt? Hallo? Die Kapuze hat sie ja vorhin nicht aufgehabt, oder? Oh, sie brennt. Ach komm her. Schade. Wer ist das denn? Eine Rotwardone? Was macht denn ein Rotwardone? Ich sehe den nicht. Da ist er. Was macht denn ein Rotwardone hier? Ja, macht ihn tot. Es wird euch eine Lehre sein. Scheinbar. Oh ja, komplett mit einer orkischen Rüstung. Also diese Wendel-Mobs, die habe ich ja bis heute noch, konnte ich mit denen nichts anfangen. So gut, wir sollen nach Einsamkeit die komische Frau da zurückbringen. Also machen wir das. Burn, die schwulen Twilight-Vampire. Ach naja. Also, ich kann mir noch nicht so viel schreiben. Es gibt noch eine andere Art von Hohlbein-Vampiren. Die bezeichnet er nur als Unsterbliche und die sind so ein bisschen Vampir. Sonne ist kein Ding, Blut kaum nötig, trinken aber von Landi Seelen oder so. Oh, die kenne ich noch gar nicht. Ja, in der Nähe von Einsamkeit. Also, Einsamkeit ist hier. In der Nähe wäre für mich so ungefähr der Radius. Und sie wohnt da. Da war ich ja noch... na gut, dann reisen wir von Hexender los. Oh Gott. Bei Holbein gibt es doch einen Vampir, der nicht in Flammen aufgeht. Also, ich kenne nur die schwarze Augengeschichten von Holbein. Richtig gut. Das war irgendwie so ein Dreiteiler, habe ich damals gelesen. Wie heißt denn das? Ich weiß nicht mehr, wie es heißt. Es geht auf jeden Fall darum, irgend so eine lustige Stadt, die unter Belagen steht. Und da ist irgendwie irgend so ein reicher Typ da ist Vampir und der ist irgendwie auch schon ein bisschen älter. Der hat ist das aber durch irgend so komisches dämonisches Schwert geworden. Also das braucht er auch, um dann. Wenn er das dabei hat, geht es ihm richtig gut. Wenn er das nicht dabei hat, dann brennt er halt relativ schnell ab. Also ich finde übrigens den Ort hier zum Reisen doof, weil ich muss mich jetzt wirklich abgeschworen durchhauen, da habe ich keinen Bock drauf. Start of Meridia ist genauso bekloppt, ey. Hier in der Ecke war ich, glaube ich, noch nie. Was ist denn da überhaupt? Na gut, dann reisen wir doch von hier und kämpfen uns durch die Vampyre mit Y. Ach, stimmt, es gibt doch... Also am besten gefallen mir übrigens die Terry Pratchett-Vampire, die fallen mir gerade wieder ein. Und zwar die Terry Pratchett-Vampire sind folgendermaßen in der Scheibenwelt, also das ist Terry Pratchett, da zählt ja vor allen Dingen das Narrativ. Also es passiert das, was man erzählen kann. Also Geschichten und Handlungen nehmen automatisch die Formen an, sodass man sie bestmöglich in ein Buch verpackt schreiben kann. Das nennt man das Narrativium. Das ist ein Element der Welt. Bin ich hier überhaupt richtig? Ja, verdammt, ich hab's nämlich gewusst. Ich muss nämlich eigentlich zur Tiefenwaldschanze reisen. Weil das ist hier nämlich in dieser dummen... Das ist diese dumme Instanz, dieses Tal, wo ich sowieso nicht rauskomme. Na. Die Kapuze setzt sie immer bei Tageslicht auf. Ah. Otto Schriegbörn. Ach ja, genau. Das heißt, Otto Schrieg ist, wenn ich mich richtig entsinne, ist ein Vampir, auch bei Terry Pratchett. Der Mann ist Fotograf und das Fotoblitzlicht ist so hell, dass er jedes Mal zu Staub zerfällt. Beziehungsweise wenn er ein bisschen zu viel Blitz nimmt. Das experimentiert er mit anderen Lichtquellen rum, aber die funktionieren alle nicht so gut. Also als Lichtquelle dienen bei Terry Pratchett auch für Fotoapparat. Niemand! Na komm. Ah, da gibt es noch andere Vampire, die zum Beispiel, die haben sich eingeredet, dass sie bei Sonnenlicht nicht zu Staub zerfallen und dass sie keine Angst vor magischen Zeichen haben und. Und die tun es dann halt einfach nicht. Bis dann irgendwie die komische Blockade bei denen fällt und dann machen sie es trotzdem noch. Ja komm, ihr kriegt, macht den bitte tot, danke. Ich will keine Armbrust verschwenden. Also ein Pfeil, ein Bolzen. Bolzen! Das sind Armbrustbolzen, keine Pfeile. So, sind jetzt alle tot von den Abgeschworenen? Wer bist du denn? Nord? Wo sind denn Nord her? Ach egal, ich kann reiten. Also wenn es draußen Nacht ist, dann hat die also eine Kapuze auf. Naja, macht doch Sinn, als Vampir ist es vielleicht nicht so cool, wenn man so im helllichten Sonnenschein steht. Aber sie hat doch jetzt die Kapuze auf und das ist mitten in der Nacht. Völlig unnötig. Na egal. Ich habe gehört, die lebenden Toten haben keine Ausdauer mehr und können laufen, wie sie wollen. Dann kann ich jetzt ja ein bisschen gloppy machen hier. Also ich schaffe das schon irgendwie. So viel schneller ist Reiten ja eigentlich auch nicht. Ja, ich brauche einen langen, wehenden Mantel, so mindestens 3 Meter lang, damit das auch richtig episch aussieht, wenn ich mit meiner Armbrust und meinem Mantel hier durch die Gegend reite. Auf meinem schwarzen Pferd. Muha. Was ist denn das hier eigentlich? Ach, ne, irgendeine Nordruine. Interessiert keinen.
Bei Vampire's Dawn, Shareware-RPGs kann man mit den Vampiren auch am Tag spielen. Vampire's Dawn, ich kenne nur ein Browser-Game, was so heißt. Vampire'sDawn.net ist, glaube ich, die Seite, um ein bisschen Werbung zu machen. Ist technisch sehr einfach, aber das ist, naja, endet halt sehr komplex. Achso, mir fällt gerade ein, ich habe ja diesen lustigen Wegemod hier installiert. Ich denke mal, der wird jetzt nicht mehr richtig funktionieren, weil die müsste ich mal vielleicht updaten, weil hier hinten ist kein Weg. Aber offensichtlich reiten wir da trotzdem hin. Das heißt, es gibt jetzt an den Grenzen von Himmelsrand gibt es jetzt ein paar neue Orte. Und es soll noch einen anderen neuen Bereich geben, der aber halt nicht in Himmelsrand liegt, sondern woanders. Aber da weiß ich halt noch nicht genau, wo es ist. Das. Lass mich in Ruhe, komischer Wolf. Hui! Oder habe ich sie mit meinem Blut aufgeweckt? Fällt mir gerade ein. Ich wurde da vorhin in die Hand gestochen. Vielleicht wurden da drei Tropfen runtergetropfelt, sodass sie aufwacht. Die meisten Vampire, die nicht im Sonnenlicht sofort sterben oder die nicht richtig sterben, funktionieren so, dass, dass sie einfach nur zu Staub zerfallen, wenn da Blut drauf kommt aus Staub, auf den Staub, dass sie dann wieder, naja, sagen wir mal, ihre menschliche Form annehmen, also eine körperliche Gestalt wieder zurückerlangen. Splatter Patchett zum Beispiel auch so, und der benutzt ja eigentlich die ganzen Vampir-Klischees und zieht die dann halt irgendwie ins Lächerliche dran. Weil der Ursprungs-Tape Patchett-Vampir, der zerfällt tatsächlich bei Sonnenlicht zu Staub, kann keine heiligen Zeichen sehen, Knoblauch kann er nicht leiden und, naja. Ah, da gab es auf jeden Fall viel Spaß. Oh, wo ist denn das? Es ist ja voll abseits hier. Ist es die Burg da hinten? Wenn ja, ist die ganz schön zerfallen. Folgt uns eigentlich Terraner noch? Ach, wird sie schon machen. Warum müssen eigentlich alle Vampire so eine tollen Namen mal haben? Also so eine... mit so Z-Laute. Ganz komisch auf jeden Fall. Ist das die richtige Burg? Ne, das ist Festung Nordwacht, da wollte ich gar nicht hin, ne? Ich muss sogar noch einen Meter weiter reiten, alter Schwede. Festung Nordwacht, das ist auf jeden Fall eine Talmorburg. Ich glaube, da muss man den einen Typen aus Weißlauf befreien hier. Doch, ich glaube, so war das. Da hinten wächst ein Nirnwurz. Ignoriere ich jetzt einfach mal. Ach ja. Zum Glück gar nicht. Oh, da hinten ist noch eine Burg. Also zumindest sehe ich einen Turm am Horizont. Oh. 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 Ich sehe nicht nur einen Turm am Horizont. Das war irgendwie gerade durch einen Baum verdeckt, das andere Stück Burg da. Ja. Ich fühle mich langsam wirklich ein bisschen wie Van Helsing. Wie ich meinte. Über mein Pferd gebeugt, meine Armbrust auf den Rücken Richtung der finsteren Vampirburg reite. Kommt mir zumindest so ein bisschen so vor. Ja, das kann dauern. Gut, dass Schattenmähne ganz gut schwimmen kann. Alter Schwede. Ist ja heute relativ voll, der Chat. Oh, das sieht sich hin, also. Ich sehe schon, um Serana wieder. Nee, wie heißt sie denn? Doch, Serana heißt sie. Um die wiederzukriegen, muss ich Schnellreisen machen. Also von einem Ort zum nächsten, wo ich hier bin. Ich bin mir ziemlich sicher, dass es diese. Insel vorher nicht gab. Die ist doch neu. Wie die meisten anderen Sachen hier auch. Ach komm, Schattenmine, schwimm schneller. Das kann ja wohl nicht sein. Oh, kann ich? Nee, alt bringt auch nichts. Ach ja. Das arme Pferd auf jeden Fall. Aber, ah, ja, Kette. Wieso nimmst du da nicht Boot? Es gibt ein Boot? Es gibt ein Boot? Na toll. Wo soll ich denn das wissen, dass es hier ein Boot gibt? Das ist eine abgelegene Festung irgendwo nirgendwo. Da rechne ich nicht damit, dass es eine Fährverbindung gibt. Außerdem bin ich bis jetzt alle meine Wege selber gelaufen. Und es gibt in Skyrim halt normalerweise keine Transportdienste bis auf die Kutsche. Deswegen bin ich jetzt nicht davon ausgegangen, dass ich hier irgendwie ein Boot chartern kann oder so. Okay, es gibt anscheinend ein Boot. Gut. Bei Gothic oder Horizon wäre man längst abgesoffen. Ja, das passiert hier nicht. Findet nicht statt, sowas absaufen. Also, das ist ja Quatsch. Wir kommen ja nicht auf diesen tollen Gedanken, wie er trinken. Nee. Ich glaube, gar kein Problem. Bislang, also hier müssen wir echt mal da sein. Das Schöne ist, wenn die. Was? Und das war ihr Vorschlag. Stimmt, ja, sie meinte irgendwas, wir müssen gucken, ob es ein Boot gibt, aber. Ich dachte, das geht halt auch so. Ich meine. Ja, das Problem ist halt bloß, dass ich jetzt hier ewig rumreiten muss, ne? Also, ich muss wahrscheinlich da vorne zum Turm da anzulangen. Selber laufen, so Elder Scrolls Feeding, Boot fahren, langweilig. Genau! Ja, so. Ich habe ja gerade die Zeit, um darüber ein bisschen zu philosophieren. Also, wer schon mal den dritten Elder Scrolls Teil, also Morrowind, gespielt hat, für die anderen beiden Teile kann ich nicht reden. Für Redguard, obwohl Redguard war, glaube ich, gar kein richtiger Elder Scrolls Teil. Und das andere, was noch davor kam, also Elder Scrolls 1 und 2,
gespielt hat, kann ich nicht drüber reden. Aber auf jeden Fall Morrowind gespielt hat, da gab es zwar auch so eine Art Schnellreisesystem. Ja. Es gab da die Schlickreiter, man konnte mit Boot fahren, es gab die Magier, die teleportiert hat. Wenn du fertig bist mit Reitenbäumen, bist du im falschen Teil der Burg. Ja, ich befürchte es auch. Und man musste halt in Morrowind wirklich die meisten Schrecken selber laufen. Vor allem, weil es am... Oh, ich habe die Burg entdeckt. Hervorragend. Das heißt, ich kann jetzt ab jetzt... Alter, die ist auch richtig weit draußen im Nebel. So. Da sind wir. Wunderschön Boot gefahren. Oh. Wie, das ist das Boot? Das kann... Genau. Genau. Ich kann einfach das Boot anklicken. Ist klar. Und die sind lustige Gargoyles. Ja, und im Morrowind gab es auf jeden Fall keine Schnellreisefunktion, so in dem Sinne, ich mache Karte auf und bin auf einmal da, sondern da muss man tatsächlich rennen. Vor allen Dingen gab es auch keine Questteile, also wenn das hieß, laufe bitte mal eben zur Zwergenruine in Blablabla, dann musstest du diese Zwergenruine in Blablabla auch erstmal suchen. So, ich wette, man empfängt mich jetzt total herzlich. Komm mit. Hey, also, bevor wir da reingehen. Was gibt's? Was ist denn nur schon wieder? Wir sind genervt, schön. Wir sind Papiere. Macht euch keine Gedanken. Wenn wir erst einmal drin sind, werdet ihr mich nicht mehr die ganze Zeit bemuttern müssen. Lady Serana toll. Ist wieder da. Öffnet das Tor. Das sagen die einfach mal so nach 1700 Jahren, legen wir es jetzt mal fest. Ja, ich werd gleich angepöbelt. Wer bist nach du denn? Nach all diesen Jahren ist Lady Serana zurückgekehrt. Unglaublich. Ah ja, Arena war der erste Teil, Daggerfall der zweite, dritte Morrowind, vierter Oblivion und fünfte Skyrim. Ach ja. Ich bewache das Tor. Mehr gibt es nicht zu sagen. Die freuen sich sicher, wenn du das Essen bringst, Björn. Hm, ich glaube auch, heute gibt's Katze. Ich weiß gar nicht, ob Khajiit mehr Blut oder weniger Blut als normale Menschen haben. Bei meiner Hochelfe hätte ich es gewusst. Die ist auf jeden Fall recht blutleer, so blass wie die ist, aber... Vor allem ist es auch ein weiblicher Charme. Minko ist ja doch relativ fett. Ja, doch, ich denke, Minko sind mindestens 6 oder 7 Liter Blut drin. Also ein bisschen mehr als beim normalen, normalgewichtigen Menschen. Ich denke mal, der wird da schon ordentlich fett sein. Ja, lohnt sich auf jeden Fall, von denen abzubeißen. Boah, es lädt hier ganz schön lange. Ah! Wie könnt ihr es wagen, hier einzudringen? Moment. Serana? Seid ihr es wirklich? Ich traue meinen Augen nicht. Oha. Schnell, die Armbrust, die Armbrust! Mein Fürst, alle zuhören. Serana ist zurückgekehrt. Ich kann die Armbrust nicht rausholen. Das kann ja. Ich sehe schon, dass ich hier irgendwie gleich eine spektakuläre... Alter Schwede. Sieht auf ihn. Tochter ist endlich zurückgekehrt. Sprich mit Harkon. Mit meiner Schriftrolle der Alten, wie ich annehme. Nach all den Jahren, ist das die erste Frage an mich? Ja, ich habe die Schriftrolle. Alter, wie komme ich nie wieder raus? Freut euch zu sehen, meine Tochter. Wisst ihr es nicht? Muss ich es wirklich sagen? Der sieht ein bisschen aus wie Ulfric. Verräterische Mutter nur hier. Nun Leuchtaugen. Verratet mir, wen ihr da in unsere Halle mitgebracht habt. Deinen Untergang. Hat mich gerettet und befreit. Ich bin euch für die sichere Rückkehr meiner Tochter zu Dank verpflichtet. Okay. Sagt, wie heißt ihr? Ich bin Minko. Wer seid ihr? Na gut, ich bin Minko. Hallo. Ich bin Harkon. Fürst dieses Hofes. Inzwischen und wer ist der König? Tochter erzählt haben, was wir sind. Och, sie hat's erwähnt. Beiläufig. Ich sollte nicht sein, zurück kann den Bahncode. Och, mir ist es egal, was ihr seid. Solltet ihr das? Zu den Mitgliedern meines Hofes zählen einige der ältesten und mächtigsten Vampire von Himmelsrand. Wir sterben die dadurch langsamer? Lang, frei von allen weltlichen Sorgen. Doch damit war es vorbei, nachdem ich meine Frau betrogen und das gestohlen hatte, was mir am meisten bedeutete. Ja. Sind ältere Vampire irgendwie bolzenfest oder pfeilfest oder immun gegen Feuer? Das müsste ich jetzt wissen, bevor ich hier loslege, weil ich habe hier noch so ein paar... Ich krieg die alle tot. Ich kann sie alle töten. Ich kann diesen gesamten Raum auslöschen. Weil ich habe nämlich eine Schriftrolle der Massenlähmung dabei. Die hält, glaube ich, 7 Sekunden. In der Zeit kann ich 2 Schriftrollen des Feuerinfernos zaubern. Und wenn wer dann noch steht, kriegt eine Armbrust ins Gesicht. Ich krieg die alle tot. Schaffe ich. Und was geschieht jetzt? Ihr habt mir einen großartigen Dienst erwiesen. Und nun müsst ihr eine Belohnung erhalten. Ich kann euch nur ein Geschenk anbieten, das dem Wert einer Schriftrolle der Alten und dem meiner Tochter ebenbürtig ist. Ich biete euch mein Blut an.
Nehmt es und bewegt euch wie ein Löwe unter den Schafen. Die Sprüche kenne ich ja vorher. Die Menschen werden erzittern, wenn sie euch sehen. Und ihr werdet den Tod nie mehr fürchten. Und wenn ich, ja... Dann werdet ihr Beute sein, wie alle Sterblichen. Ich werde euer Leben dieses eine Mal verschonen, aber ihr werdet aus dieser Halle verbannt werden. Vielleicht läuft rum wie ein Rapper. Seid ihr noch nicht ganz überzeugt. Seht die Macht! Dies ist die Macht, die ich euch anbiete. Nun ganz schön hässlich. Ich möchte kein Vampir werden. Ich finde das nicht so cool. So sei es. Ihr seid Beute, wie alle Sterblichen. Mit den kleinen Flügelchen kann er fliegen? Das ist doch Magie. Oh, scheiße. Nein!